Pferdewetten eine Formel macht Mathematiker zum Milliardär Autor D. Seltzer McKenzie YouTube, die angebliche Milliardärs-Wettgeschichte eines angeblichen Wettmilliardärs. Ob es wahr ist, bleibt die Frage. Bill Benter schaffte das Unmögliche, er schrieb einen Algorithmus, der Pferderennen vorhersagen kann. Seine Geschichte ist Hollywood-reif, sie hat ihn zum Milliardär gemacht, zwei Partner in den Tod getrieben und die Sportwettenwelt verändert. Jetzt geht er in Rente. Mascot Treasure liegt eine Länge vorne, aber Bobo Duck kommt heran, schreit eine aufgeregte Stimme über den Lautsprecher des Happy Valley Racquet Course in Hongkong. Sie überschlägt sich alsbald fast, Bobo Duck zieht vorbei, Mascot versucht sich zu wehren. Als Bobo Duck die Ziellinie einen Hauch vor Mascot Treasure überquert, johlen die Zuschauer auf den Tribünen der Pferderennbahn. Der drittplatzierte Fratrat hatte keine Chance im Duell der beiden Sieger. Es ist der 6. November 2001 und Bill Benter verfolgt das Rennen stumm geschaltet auf einem Fernseher in einem Büro im 27. Stock eines Wolkenkratzers, nur wenige Straßen von der Pferderennbahn entfernt. Eigentlich schaut Bill gar nicht wirklich hin. Seine Augen sind auf die drei Monitore fixiert, hinter denen rund ein Dutzend Computer summen. Der größte Jackpot des Pferdesports auf den Bildschirmen sehen er und sein Helfer Paul Coladonato eine Matrix aller 51.381 Wetten, die sie auf dieses ein Rennen platziert haben. Die Ergebnisse vom Happy Valley Racquet Course laufen automatisch ein, die Rechner sortieren alle Nieten aus. 36 Wetten, gerade einmal 0,07%, sind siegreich. 35 davon bringen den beiden Amerikanern nur einen Trostpreis ein. Und dann ist da diese eine Wette 36, knackt den Jackpot, den heiligen Gral der Pferdesportwelt, das Triple Trio. Scheiße Mann, schießt es aus Benter heraus, wir haben es geschafft. Der Jackpot war in diesem Jahr einer der größten, den Hongkong je gesehen hatte. Er wäre 16 Millionen Dollar wert gewesen, doch Benter hat ihn nie eingelöst. Das Triple Trio verlangt, dass ein Zocker die ersten drei Pferde in drei aufeinanderfolgenden Rennen richtig tippen muss. Die genaue Reihenfolge der Pferde ist nicht entscheidend, doch auch so gibt es schon mehr als 10 Millionen richtige Kombinationen. Knackt keiner den Jackpot, wird alles eingezahlte Geld mit in den nächsten übernommen. Als Benter gewann, war der Jackpot schon sechsmal nicht gewonnen worden. Benter schaffte das Unmögliche, er schrieb einen Algorithmus, der Pferderennen vorhersagen kann. Seine Geschichte ist Hollywood-reif, sie hat ihn zum Milliardär gemacht, zwei Partner in den Tod getrieben und die Sportwettenwelt verändert. Jetzt geht er in Rente. Mascot Treasure liegt eine Länge vorne, aber Bobo Duck kommt heran, schreit eine aufgeregte Stimme über den Lautsprecher des Happy Valley Racquet Course in Hongkong. Sie überschlägt sich alsbald fast, Bobo Duck zieht vorbei, Mascot versucht sich zu wehren. Als Bobo Duck die Ziellinie einen Hauch vor Mascot Treasure überquert, johlen die Zuschauer auf den Tribünen der Pferderennbahn. Der drittplatzierte Fratrat hatte keine Chance im Duell der beiden Sieger. Es ist der 6. November 2001 und Bill Benter verfolgt das Rennen stumm geschaltet auf einem Fernseher in einem Büro im 27. Stock eines Wolkenkratzers, nur wenige Straßen von der Pferderennbahn entfernt. Eigentlich schaut Bill gar nicht wirklich hin. Seine Augen sind auf die drei Monitore fixiert, hinter denen rund ein Dutzend Computer summen. Der größte Jackpot des Pferdesports auf den Bildschirmen sehen er und sein Helfer Paul Coladonato eine Matrix aller 51.381 Wetten, die sie auf dieses ein Rennen platziert haben. Die Ergebnisse vom Happy Valley Racquet Course laufen automatisch ein, die Rechner sortieren alle Nieten aus. 36 Wetten, gerade einmal 0,07%, sind siegreich. 35 davon bringen den beiden Amerikanern nur einen Trostpreis ein. Und dann ist da diese eine Wette 36, knackt den Jackpot, den heiligen Gral der Pferdesportwelt, das Triple Trio. Scheiße Mann, schießt es aus Benter heraus, wir haben es geschafft. Der Jackpot war in diesem Jahr einer der größten, den Hongkong je gesehen hatte. Er wäre 16 Millionen Dollar wert gewesen, doch Benter hat ihn nie eingelöst. Das Triple Trio verlangt, dass ein Zocker die ersten drei Pferde in drei aufeinanderfolgenden Rennen richtig tippen muss. Die genaue Reihenfolge der Pferde ist nicht entscheidend, doch auch so gibt es schon mehr als 10 Millionen richtige Kombinationen.
Knackt keiner den Jackpot, wird alles eingezahlte Geld mit in den nächsten übernommen. Als Benta gewann, war der Jackpot schon 6-mal nicht gewonnen worden. Den größten Markt der Welt richtig traden. Expertentipps für ihr Forex-Trading, Klammer auf Partnerangebot, Klammer zu den kostenlosen Expertentipps der Millionär aus Pittsburgh, das Triple Trio zu gewinnen, war der Höhepunkt von Bentas Karriere. Es ist eine, über die er 32 Jahre lang kaum öffentlich sprechen konnte. Erst jetzt, wo er in Rente gegangen ist und ein Buch über sein Leben geschrieben hat, wagt er sich aus seiner Höhle der Heimlichkeit. Mit 63 Jahren lebt Benta in Pittsburghs mit seiner Frau Vivian, einer Hongkong-Chinesin, die er 2010 heiratete, und ihrem gemeinsamen Sohn. Er spendet Millionen für Pittsburghs Schulen, für Impfprogramme in Afghanistan, Pakistan und Afrika. Er besitzt eine Stiftung, die Gelder für Gesundheits- und Kunstprojekte auf der ganzen Welt sammelt. Mit seinen kurzen grauen Haaren, der schwarzen Hornbrille und dem grauen Pullover über Hemd und Krawatte sieht er wie ein Uniprofessor aus. Sein Blick ist gutmütig. Casino statt Physikstudium, doch dieser Benta hat es faustdick hinter den Ohren. Mit 22 Jahren bricht er sein Physikstudium ab und geht 1979 nach Las Vegas. Angespornt vom Blackjack-Buch Beat the Dealer, beginnt er mit Kartenspielen in Casinos. Er hat in dem Buch den Trick gelernt, die Karten beim Blackjack zu zählen. Es ist eine verbotene Taktik in Casinos, die dem Spieler einen kleinen Vorteil gegenüber der Bank gibt. Benta arbeitet als Aushilfe in einem Supermarkt für 3 Dollar die Stunde. An einem guten Abend verdient er abends 40 Dollar im Casino. Er freundet sich mit anderen Zockern an und trifft 1980 Alan Woods. Der Australier hat ein Team von Kartenzählern zusammengestellt. Sie teilen alle Profite aus dem Blackjack miteinander. Das gleicht aus, falls einer am Abend mal eine Pechsträhne haben sollte. Kartenzählen erhöht zwar die Gewinnchancen, aber es ist keine Gewinngarantie. Professionelles Schummeln beim Blackjack Woods schickt Benta und die anderen Spieler nach Monte Carlo, dann mieten sie sich zusammen ein Haus in Las Vegas. Im ersten Jahr verdient der junge Physikstudent 80.000 Dollar. Er beschließt, nie wieder an die Uni zurückzukehren. Seinen Eltern erzählt er, er wäre auf Reisen. Kartenzählen wird in Casinos nicht gerne gesehen. Es gehen Geschichten um von Spielern, die von Sicherheitsbeamten in Hinterzimmern verprügelt wurden. Auch Benta wird erwischt, ein muskulöser Angestellter verlangt seinen Pass. Benta und seine Mitspieler landen auf einer schwarzen Liste, die die Casinos untereinander teilen, dem Griffin Book. Hongkong wird zum Mekka des Pferdesports. Woods und Benta verlagern sich deswegen auf ein anderes Abenteuer, Pferdewetten. Hongkong, damals noch britische Kolonie und unabhängig von China, ist so etwas wie das Mekka des Pferdesports. Seit 1884 gibt es hier den Happy Valley Racquet Course, an dem sich reiche Briten fernab der Heimat vergnügen. Hinzu kommen immer mehr Chinesen, denen Glücksspiel im eigenen Land verboten ist. Pro Jahr liegt der Umsatz mit Pferdewetten hier bei 10 Milliarden Dollar, mehr als in den USA. 17% Provision behalten die Veranstalter, die Steuereinnahmen daraus sind für 10% aller Einnahmen des Stadtstaates verantwortlich. Benta will den Pferdecode knacken. Benta will professionell auf Pferderennen wetten. Er kauft sich mehrere Bücher zu dem Thema und stellt fest, dass kaum einer bisher den Markt mathematisch analysiert hat. Pferderennen gelten als unkalkulierbar. Benta bringt sich selbst Statistik bei und schreibt erste Programme auf alten IBM-Computern, mit grünen Zeilen auf schwarzem Hintergrund auf dicken Röhrenmonitoren. Er heuert 2 Frauen an, die für ihn die Ergebnisse von tausenden Pferderennen der vergangenen Jahrzehnte aus Hongkong in eine Datenbank eintippen und rechnet damit 9 Monate herum, Geschwindigkeit des Pferdes auf der Geraden, Gewicht des Jockeys, das Wetter, die Größe von Pferd und Reiter, die bisherigen Erfolge, alles hat einen Einfluss auf künftige Ergebnisse. 1985 kann Benta Ergebnisse so gut vorhersagen, dass er mit 3 dicken Computern im Gepäck nach Hongkong fliegt, um seine Algorithmen praktisch zu testen. Woods kommt mit. Die beiden werden ein Team. Bentas Algorithmen machen komische Vorhersagen, die Woods mit seiner Erfahrung korrigiert. Per Telefon geben sie ihre Wetten ab und schauen die Rennen im Fernsehen.
Penta und Woods trennen sich im Streit. Es funktioniert nicht. 1986 verlieren sie 120.000 ihre 150.000 Dollar. Penta fliegt nach Las Vegas, um sich Geld von Freunden zu leihen, Woods nach Südkorea, um mehr Kapital im Casino zu erspielen. Als sie sich in Hongkong wieder treffen, kommt es zum Streit. Woods will mehr Geld, Penta will es ihm nicht geben. Die beiden trennen sich. Woods kopiert sich vorher den gemeinsamen Algorithmus und startet sein eigenes Unternehmen. Mehr als 10 Jahre reden sie kein Wort miteinander, während sein Ex-Partner Softwareentwickler anheuert, um die Berechnungen zu verbessern, arbeitet Penta allein am Code. 1989 macht er erstmals 600.000 Dollar Gewinn mit seiner Software. Woods sitzt da dank professioneller Hilfe schon in einem Penthouse in der asiatischen Metropole. Mehr als 10 Millionen Dollar Gewinn pro Jahr. Die 1990er Jahre sind für beide lukrativ. 1991 macht Penta erstmals 3 Millionen Dollar Gewinn. Er bekommt einen Anruf vom Club, der die Pferderennbahn betreibt. Schließlich sind seine Wetten nicht anonym. Penta hat Angst, doch der Anrufer will lediglich wissen, wie er Penta helfen kann, noch mehr Wetten zu platzieren. Mehr Umsatz bedeutet für den Club mehr Provision. Das Geld, was Penta gewinnt, nimmt er schließlich anderen Zockern ab, nicht dem Betreiber wie in einem Casino. Der Amerikaner bekommt eine Standleitung zur Pferderennbahn, damit er nicht immer anrufen muss, um Wetten zu platzieren. Ab der Saison 1994-95 machen sowohl Penta als auch Woods mit ihren Systemen mehr als 10 Millionen Dollar Gewinn pro Jahr. Woods kauft sich einen Rolls-Royce, den er nie fährt. Penta Anteile an einem französischen Weingut. Ihr Erfolg bleibt nicht unbemerkt. Immer wieder bieten sich andere Wetter als Helfer an. Penta stellt einen Mann namens Bob Moore ein, der schon damals dem Kokain zugeneigt ist. Er ist aber auch ein exzellenter Videoanalyst, der nach Rennen analysiert, ob ein Pferd etwa nur deswegen nicht gewonnen hat, weil es unglücklich eingeklemmt wurde. Es macht Pentas Algorithmen noch effektiver. Moore arbeitet wechselweise für Penta und Woods. Mit letzterem kann er seine Party- und Drogenlaune in Hongkongs Stripclubs ausleben. Wenige Jahre später stirbt er an einer Überdosis Schlaftabletten in seinem Hotelzimmer. Rennbahnbetreiber sabotiert Penta. Penta hat derweil ganz andere Probleme, als sich seine jährlichen Gewinne der 50 Millionen Dollar Marke nähern, wird es dem Rennbahnbetreiber zu bunt. Er fürchtet, dass weniger Leute Wetten platzieren, wenn sie wissen, dass ein Mathematiker sie am Ende schlägt und ihr Geld kassiert. Penta und Woods verlieren ihre Standleitungen, auch ihre Telefonleitungen werden dubioserweise stumm geschaltet. Pentas Lösung ist, sich eine Wohnung im Erdgeschoss anzumieten und sich in einem Geschäft gegenüber mit Hunderten an Blankowettscheinen einzudecken. Er schreibt ein Programm, das die Scheine mit seinen gewünschten Wetten bedruckt. Dann müssen er und seine Helfer zum Geschäft gegenüber rennen und hunderte Wettscheine in einen Automaten geben. Woods macht es ähnlich, nur schickt er seine zahlreichen philippinischen Freundinnen direkt auf die Rennbahn. Das Imperium des Australiers bricht über die Jahrtausendwende zusammen, als Chinas Steuerbehörden sich für die Wetten interessieren. Die wären gewerbsmäßig steuerpflichtig. Bevor es zu einer Entscheidung kommt, flieht Woods auf die Philippinen. Später kommt heraus, dass er 800 Millionen Dollar mit seinen Wetten verdient hat. Er stirbt als Einsiedler in Manila mit nur 62 Jahren 2008 an Krebs. Penta will den Jackpot und gibt ihn her. Penta geht einen anderen Weg, er versucht 2001 erstmals, das Triple Trio zu gewinnen. Den Jackpot hat er bisher immer gemieden, weil der Gewinner fotografiert und in der Zeitung porträtiert wird. Da will er sich ungern sehen und noch weniger über seine Algorithmen reden. Doch jetzt will er es auch sich selbst beweisen, dass er gut genug ist, den größten Jackpot der Pferdewelt mit seinen Algorithmen zu gewinnen. Er schafft es aber, er meldet sich nicht. Als die Medien monatelang darüber rätseln, wer der geheimnisvolle Gewinner ist, schreibt er dem Rennbahnbetreiber einen anonymen Brief und bittet, den Gewinn zu spenden. Wenig später geht seine Direktleitung wieder, noch ein paar Monate später erlaubt der Happy Valley Racquet Course erstmals Online-Wetten. Rückkehr nach Pittsburgh. Penta zieht nach Pittsburgh und sich selbst mehr und mehr aus dem Wettgeschäft zurück. Er hat genug Geld verdient.
Mindestens $1 Milliarde sei es gewesen, sagt er gegenüber dem Magazin Bloomberg Businessweek. Weil er davon aber auch jede Menge Helfer bezahlen musste, sei er nie Milliardär gewesen. Über sein heutiges Vermögen schweigt er. Er redet aber gerne über sein System. Benta gibt Mathematikseminare an Unis, er berät Firmen, schreibt eine akademische Arbeit über seine Algorithmen und schließlich ein Buch. Viele Zocker, die heute mit Algorithmen in vielen Sportarten nach vorne kommen wollen, sind Nachahmer von Benta und Woods. Selbst einige, mit denen Benta Anfang der 80er Jahre Blackjack in Las Vegas spielte, sind heute seinem Beispiel gefolgt. Benta hat den Pferdesport verändert. Benta wettet heute immer noch gerne auf Pferderennen. Er hat es mit einer eigenen Firma im Medizingeschäft probiert, ebenso mit Wetten auf Baseball, aber es war ihm zu mühsam. Ich bin ein Inselbegabter, sagt Benta lächelnd. Wenn er heute wettet, sieht er auf dem großen Bildschirm mit den Wettquoten, wie diese sich meist 2 Minuten vor Rennstart gewaltig ändern. Das ist der Moment, in dem alle Algorithmen automatisch ihre Wetten platzieren. Ohne ihn würde das nicht passieren.